Herr Mölk, das sechste Jahr Weltcuprennen hier in St. Vigil, sozusagen bei Ihnen zu Hause. Sie haben beide Tage miterlebt, mitgefiebert. Was ist jetzt Ihr erster Eindruck, Ihre Bilanz von diesen zwei Tagen? Ja, ich glaube, sehr positiv für mich. Sage ich mal, war es auch das erste Mal, dass ich dabei war. Das war bis letztes Jahr war ich auch nicht schlafend. Das war bei mir selber allen unterwegs bei Rennen und das hat echt Spaß gemacht. Ein bisschen war ich eben bei der Organisation auch mit und dabei. Und super Verhältnisse, super Piste geschaffen, muss ich sagen. Mal Leute, die gearbeitet haben, ein bisschen schnell Schack kommen. Und ich kann auch sagen, sicher ein gewaltige zwei Rennen. Sie haben diese Rennen jetzt als Kameramann mitgestaltet. Wie war diese Erfahrung jetzt für Sie? Ja, ein bisschen Kameramann gemacht und ist ein bisschen anders gewesen als ich sonst. Und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Wir haben ein paar ganz interessante Aufnahmen gemacht und deshalb eine neue Rolle, sagen wir so. Und neu ist auch die Piste neben der Erta. Also man hat es gesehen, im Zielhang rechts neben der Erta haben wir jetzt eine neue Piste. Sehr steil vom ersten Eindruck. Ja, was hat es mit dieser neuen Piste auf sich? Man munkelt, es könnten in Zukunft vielleicht gar Männerrennen dort stattfinden. Ja, werden wir jetzt ein bisschen schauen. Sicherlich eine sehr steile Piste, eine neue Piste. Für die Trainings sehr ideal und für die Rennen auch. Werden wir sehen, dass es wird ein bisschen schon geredet, dass man vielleicht nächstes Jahr doch die Weltcup vorfährt. Aber das muss man erst mal sehen und entscheidet sicherlich andere Leute ein bisschen, was da was passiert. Aber Sie würden sich eventuell als Vorläufer zur Verfügung stellen? Ja, Vorläufer werden wir sehen. Jetzt als Kameramann werden wir das wieder ein bisschen machen. Und schauen wir, kommt drauf an, nächstes Jahr in welcher Rolle ich bin. Vielleicht etwas noch passiert ein bisschen. Muss ein bisschen auch noch schauen, ob ich jetzt ein Jahr, dass ich ein bisschen aufgehört habe, bis das richtige Stoßen zu finden. Dann wünsche ich mir alles Gute. Danke vielmals.